Willkommen zur nächsten Folge von Uncharted 4 Thief's End. Jetzt sprechen wir mal mit Sam, mal schauen, was er zu Gefunden sagen oder hat. nicht? Das sieht nach einer Erstausgabe aus. Ist das dein Ernst? Was für ein Ort, Mann. Wow. Willst du es mitnehmen? Nee, das zerfällt mir nur in meinem Rucksack. Du könntest es verkaufen. Dann bräuchtest du diesen Job nicht. Halten wir uns heute mal an das. Was uns bereits gehört. Naja, wenn man schon mal hier ist und eingebrochen ist, könnte man es auch mitnehmen. Naja, das ist aber auch nur meine Meinung. Und nur so nebenbei, das ist schon wieder die zweite Aufnahme. Ich weiß nicht, warum das jedes Mal nicht klappt. Keine Ahnung. Bald habe ich das Spiel zweimal durchgespielt. Aber naja, machen wir es nochmal. Das Leben in der Bude. Seit wann magst du klassische Musik? Hallo, ich bin ein Mann mit vielen Facetten. Okay, dann lesen wir Was jetzt nicht davon mal vor. übrig ist. Jemand wollte ihre Sachen kaufen. Sie haben wohl abgelehnt. Das Geld brauchten sie ja nicht. Ich würde mich von dem Zeug auch nicht trennen. Gut. Erlauben Sie dem Sarkophag, sich zu den Seinigen aus Amenhoteps Gruft in unserem Museum zu gesellen. Ich kann Ihren Widerwillen gut verstehen, schließlich haben Sie ihn vor uns gefunden. Unser Angebot ist jedoch mehr als großzügig und ich kann Ihnen versichern, dass er mit der nötigen Sorgfalt und dem erforderlichen Respekt behandelt und ausgestellt wird, entsprechend dem Aufwand seiner Bergung. Jahrelang haben Sie zu Hause seine Pracht genießen können. Es ist an der Zeit, sie mit dem Rest der Welt zu teilen. Ich hoffe, Sie werden mein Angebot überdenken. Hochachtungsvoll, Peter K. GR Acquisitions. Ja, ich glaube, ich würde den ganzen Stuff auch nicht verkaufen, wenn man mal überlegt, wie viel Geld diese Menschen hier in diesem Haus ja bereits haben müssten, weil wer kann sich sonst so ein Haus leisten? Ich meine ja nur, dann würde ich auch lieber hier die ganzen wertvollen Sachen bei mir haben. Damit angeben können, wenn man es so sagen kann. Samurai! Na, erkennst du das Wappen? Malbenblätter sind, warte, nicht sagen, Tokugawa. Ja, das stimmt. Okay, ich glaube nicht, dass Moms Tagebücher hier sind. Gehen wir nach oben. Na bitte, weißes Leder. Sam, hier ist was. Echt jetzt? Nein, das ist nicht von Mom. Aber du bist auf dem richtigen Weg. Alter. Wie viele Kisten dieser Haushalt auch besitzt, wo jedes Mal ein kleines weißes Lederbuch drin liegt und diese ganzen beigen anderen Ordner oder wie man es nennen möchte. Sie kannten Amelia Earhart. Echt jetzt? Mann, die kannten alle coolen Leute. 8. Juni 1937. Meine liebste Evelyn, deine Reise nach El Mirador klingt traumhaft. Haben die Maya etwas für dich dagelassen? Ich freue mich darauf, bei meiner Rückkehr persönlich mehr darüber zu erfahren. Viele Grüße, A. Erhard. Ich weiß zwar jetzt nicht, wer Erhard ist, aber auch diese Person scheint irgendwie etwas vom hohen Rang zu sein. Naja, Gleiches gesellt sich gern zueinander, ne? Schauen wir hier oben mal nach. Verschlossen. Mams Sachen sind vielleicht in einem dieser Räume. Boah, das kann natürlich sein. Ach, beide verschlossen, naja. Ist hier hinten noch irgendwas? Nein, nur wieder irgendwelche Vasen. Was macht er denn da? Ah, okay, vermutlich meint er diesen Schacht. Ja, machst du jetzt auch was oder möchtest du ihn nur an? Der Lüftungsschacht, da oben. Ach. Ach so, okay. Habe ich noch gar Oh nicht ja, gesehen. so kommen wir vielleicht in den Raum darunter. Nicht wir. Du. Was? Ich komme nicht durch.
Schaffst du das? Soll das ein Witz sein? Schaffe ich das? Okay, dann zeig mal, was du kannst. Wohin geht er denn jetzt? Folgen wir ihm mal. Vielleicht hat er ja schon was. Ah, da wird uns schon der Kreis angezeigt. Hier, sieh dir das an. Komm, helf mir mal. Ah, ups. Meine Polaroid. Zeig mal her. Ich glaube, sie geht noch. Komm her. Und jetzt lächeln. Verlier's nicht. Okay, dieses Erinnerungsfoto wollen wir ja wohl auch mal vernünftig entwickeln lassen. Oder wie man es auch nennt, bei einem Schwarz-Weiß-Bild. Obwohl ist ja kein Schwarz-Weiß-Bild, sondern ein Direktauslöser, oder wie man es nennt. Ich meine, wenn man mal bedenkt, dass er Sam jetzt irgendwie für lange Zeit nicht sehen wird, heißt das schon was. Wenn Sam ja dann irgendwann... Was will er da machen? Hier oben. Achso, da hochklettern. Wenn Sam ja da 15 Jahre ins Gefängnis muss. Runterfallen. Aber das weiß er ja noch nicht. Jetzt können wir ihn auch mal testen, ob er auch in jungen Jahren schon so fit war und gut klettern konnte. Boah, war schon knapp. Sehr gut. Die Waffen haben uns auch gehalten. Jetzt hier hoch. Und da sehen wir auch schon wieder den Kreis. Nehmen wir einen Feuermelder. Dann öffnen wir es mal. Ach, es geht zum Glück auf. So. Schauen wir mal hier lang. Ah, okay. Was auch immer das hier sein soll. Geht's nicht weiter, hier auch nicht. Dann weiter geradeaus. Da drüben scheint doch wieder was zu sein. Ja, das können wir. Ah, okay, das können wir so öffnen, indem wir drauf treten. Das könnte auch sanfter gehen, aber er ist unten. Immerhin. Warte. Irgendwelche Tabletten, okay. Gehen wir hier mal entlang. Oh Mann. Das ist ja wie in einer Klinik. Ein Foto. Ein Familienfoto, so wie es scheint. Und ja, diesem Mann hier, Ken, meine ich, hieß er, ging es wirklich nicht gut. Weil er schon so Stationen neben dem Bett hat, jetzt echt schlecht. Hab ihn. Nice. Den Schlüssel haben wir auch gefunden. Nur ich frage mich, wo er hin ist. Ob er jetzt gestorben ist oder was mit ihm passiert ist. Was gefunden? Keine Aufzeichnungen. Tja, okay. Da ist noch die andere verschlossene Tür. Komm. Ja, aber wir wollen uns doch noch zu Ende hier umschauen. Hey, hier ist nämlich noch was. Sonst hätten wir das nämlich verpasst. Evelyn, ich hatte gehofft, dass ich diesen Brief nicht schreiben müsste. Ich hatte gehofft, mein Standpunkt wäre in unserem letzten Gespräch deutlich geworden. Ich hatte gehofft, dass mein Ignorieren deiner wiederholten Kontaktversuche eine unmissverständliche Botschaft wäre. Als ich erfahren habe, dass du meiner Tochter einen Scheck geschickt hast, wurde mir klar, dass meine Botschaft zu subtil für jemanden wie dich war. Ich brauche dein Geld nicht. Genauer gesagt, ich will dein Geld nicht. Ich kann sehr gut ohne deine Hilfe für meine Familie sorgen. Es beleidigt unser beider Intelligenz, vorzutäuschen, dass deine leere Geste irgendwie unsere Beziehung wieder aufleben lassen könnte. Das Wenige, was uns noch verbunden hat, war in dem Moment zunichte, als du dich dazu entschieden hast, Vaters Begräbnis nicht beizuwohnen.
Er hat dich bis zu seinem letzten Atemzug geliebt. Ich tue es nicht. Ich bete, dass du Frieden darin findest, wonach du dein ganzes Leben lang gesucht hast. Aber kontaktiere mich oder meine Familie nie wieder. Edmund. Okay, es Echt scheint traurig. der Sohn wieder zu sein, der den Kontakt zu Evelyn abbrechen möchte. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist Evelyn die auf dem Cover da gewesen von diesem Titelblatt. Oh, der war aber schnell. Und Edmund, der Sohn von Ken. Und Ken müsste derjenige gewesen sein, der hier krank im Bett liegt. Ich hoffe, ich habe es alles richtig hinbekommen. Naja. Aber ob wir in diese Tür reinkommen oder wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge von Uncharted 4 Thief's End. Bis denne. Ciao.